Hallöchen allerseits und willkommen zur mittlerweile 100. RimWorld-Folge dieser Staffel. Insgesamt, also wenn wir alle Folgen zusammenrechnen, ich weiß nicht, wie viele Folgen das sind, aber es ist unglaublich, wie lange ihr mir schon hier mit RimWorld die Treue haltet. Und deswegen mal wieder ein dickes, dickes Danke für eure Treue und dass ihr wirklich so lange an dem Ganzen interessiert seid. Und gerade diese Staffel ist es eigentlich so ein kleines Wunder nach den anfänglichen Folgen, dass wir überhaupt dieses 100. Jubiläum überhaupt erleben, weil der Anfang, der sah wirklich mittelprächtig aus. Aber mittlerweile blüht und gedeiht unsere Kolonie ja, dass wir hier auch richtig einen massiven Ausbau betreiben, der zugegeben noch nicht ganz abgeschlossen ist. Hier wollen wir noch ein klitzekleines bisschen bauen, unter anderem. Mal sehen, ob wir das hier auch noch irgendwie wegbauen und dann keine Ahnung, was wir dann hinsetzen. Irgendwas Schönes oder nicht so Schönes, je nachdem. Oh Mensch, theoretisch kann man hier auch noch was anderes hinsetzen. Ha! Nee, ich mach das Ding hier anders. Ja, ich habe wieder eine neue Idee bekommen. Machen wir das Ganze mal hier so. Dann wollen wir 1, 2, 3, 4. Zack. Kann das Ganze nochmal hier so und so. Dann können wir ab hier irgendwas anderes reinpflanzen. Ja, es geht doch auch. Machen wir das doch so und dann bauen wir einfach mal von hier bis dort können wir denn unser schönes Waffengedöns bauen. Da stürzt dann auch niemanden. Können wir sogar hier zweiten Eingang machen. Ja, ist wunderbar. Ich glaube, so passt das schon irgendwie. Ja, dann haben wir hier noch so einen kleinen Wohntrakt mehr. Das gefällt mir. Dann können wir das hier vom Plan entfernen. Wobei, nee, noch besser. Dann ist hier auch etwas mehr Platz. Ja, das ist gut. So machen wir das. 5 Wohneinheiten mehr. Klingt nach einem Deal. Wobei, nee, noch besser. Noch besser. Ach. Mir kommen hier ja gerade Ideen noch und nöcher. So, ich möchte hier 1, 2, 3, 4, 5. Bei der 6 kommt dann das hier. 1, 2, 3, 4, 5. Bei der 6 kommt dann das hier. Und genau. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Jo. Quasi extra große neue Wohneinheiten. Wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Ich meine, wir müssen ja auch mal hier ein bisschen Luxus verbreiten. Uff. Ich glaube, das mache ich nochmal anders. Da will ich dann ausbauen und dann können wir das Ganze hier nochmal so hin deichseln, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1, perfekt. Dann haben wir hier, dann können wir das nämlich irgendwann auch nochmal vergrößern, die Zimmer. Das klingt gut. Das klingt perfekt. Das klingt awesome. Denn alles hier ist super. Schießrausch, ja. Aber erstmal soll sie hier Dinge abbauen. Damit gebe ich mich vorerst auch zufrieden, um ehrlich zu sein. Ah, das ist Wasabi. Ja, da können wir mal wieder was jagen. Da können wir auch was jagen. Wenn schon, dann schon. Machen wir mal hier ordentlich Jagd. Ich bin im Jagdfieber. Da sind die Wildschweinchens. Die holen offenbar die Steine, habe ich den Eindruck.
Muffalos können wir jagen, auf jeden Fall. Da habe ich nun wahrlich kein schlechtes Gewissen bei. Und Macy versucht, Elefanten zu trainieren, beziehungsweise zu zähmen. So, jetzt zähm doch mal. Ah, trotz 8%iger Chance fehlgeschlagen. Schade. Kommt aber noch. Wie sieht es mit Holz aus? Holz haben wir derzeit Minimalauflage auf jeden Fall. Das gefällt mir. Oh, da kann ich eigentlich auch mal hier wieder Dinge beauftragen. 10-mal Kraftstoff sollte dann erstmal reichen. Tau fühlt sich hier in ihrem Zimmer hoffentlich nicht ganz wohl. Aber wie gesagt, wir müssen hier echt mal größere Zimmerchen schaffen. Einfach, weil wir es können. Quasi neue Luxusstandards errichten. Aber erstmal ist ja sowieso noch ein Gefangener hier. Ich fände es richtig cool, wenn zu dieser Jubiläumsfolge, zur 100., das muss man ja immer schön erwähnen, wenn da das Rhino tatsächlich zur Kolonie dazukommen würde. Das fände ich schon mal richtig cool. Was wäre denn hier? Das Tiefradar. Das ist Kapais, der gegangen. So was Freches aber auch. Müssen wir ändern. So, was haben wir denn hier? Wir haben die notwendigen Steinchen. Jo. Da können wir eigentlich schon mal 10-mal hier beauftragen. Die Ressourcen sind ja da. Und da. Das Teufelsgarn ist genau da, wo wir es haben wollen. Löppt. So, das kann ich alles mal hier schön wegmachen. Die Planungen sind ja obsolet, ne? Das ist ja alles schon verplant. Aber da sind die Planungen auf jeden Fall noch aktuell. Da geht noch was, wie man so schon sagt. Oh, da wird versucht. Ach, wieso Macy? Kann das nicht die Anki machen? Die hat doch quasi den perfekten Draht zum Rhino. Oder irgendjemand, der sich vielleicht mal inspiriert fühlt, anzuwärmen. Wäre auch eine coole Sache auf jeden Fall. Gewitter ist eine uncoole Sache. Da habe ich immer Angst, dass irgendein Kolonist mal vom Blitz getroffen wird. Bisher ging das immer gut. Aber irgendwann wird es passieren. Ich sehe es schon kommen. Besucher... Oh, hatten wir auch lange nicht mehr. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Nein, noch nicht. Noch nicht. Ui, was haben wir denn hier? Ha! Fernkampf 10. Finde ich geil. Sorgfältiger Schütze. Medizinbewandt. Oh. Gut Kunst. Bisschen geistige Arbeit. Recht viel. Was haben wir hier? Oh, sozial. Wir suchen doch so ein Sozi eigentlich, aber... Aus der Sozi ist nicht so viel, aber wunderschön ist schon mal, sagen wir mal, eine schöne Grundlage. Okay. Gut, dann können wir eigentlich ja mal bei unseren Gästen hier sagen, die dürfen ruhig Drogen und Co. kaufen, wie sie wollen. Habe ich nichts gegen. Hier versuchen wir gerne zu unterhalten. Hier würde ich unterhalten und anwärmen, sagen auch kommen. So viele Leute sind es ja nicht, da kann man ja auch ein bisschen mehr Unterhaltung liefern. Und das sah fast aus, als wären die getroffen worden. Zum Glück nur fast. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann einen neuen Gästetrakt oder sowas, irgendwie sind die nicht so begeistert in letzter Zeit gewesen von ihrer Behandlung, warum auch immer. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich fast schon Lottogewinner. So, hier sind 10 Stück. Das bedeutet, wenn hier die ultra üppigen Mahlzeiten gemacht werden, dann müssen die nicht mehr ganz so weit gebracht werden. Das Fleisch ist im Moment in der Nähe.
Perfekt. Was wollen wir mehr? Also im Moment ist sogar die Versorgung mit üppigen Mahlzeiten recht gut am Laufen. Da bin ich happy. So, Tony. War Tony der, den wir gerne hier rekrutieren wollen, oder war das Kenny? Charakter. Ah, Tony war das. Den hätten wir auch super Medizin noch zusätzlich. Mal kurz gucken, was sagt der Körper. Boah, der Körper ist willig. Und ja, hier sozial wäre ja schon geil. Gebe ich ja zu, aber irgendwie auch. Ne? Sozial alleine ist auch nicht so schön. Ach. Erst ein Idol in der Musik, dann in der Prostitution. Daher kommt auch das Soziale. Ach, Prostitution gibt einen Bonus auf Kochen. Finde ich auch minimal interessant. Kann man mal machen, ne? Wobei, wir können... Ach, wir könnten so vieles, wenn wir wollten. Verweigert handwerklich, verweigert nichts. Was kann man da denn beibringen sonst noch so? Sorgfältiger Schütze, ja. Sorgfältiger Schütze, das war Anvisierungsdauer plus so und so, Fernkampfgenauigkeit plus so und so. Ach Mensch, eigentlich will ich ja... Andererseits, ich brauche männliche Leute mehr. Noch immer, glaube ich, oder? Warte mal, wir haben hier. Gucken wir mal nach. Ein männlich, ein weiblich. 1-1. 1-2. 2-2. 2-3. 3-3. 4-3. 5-3. 6-3. 7-3. 8-3, 9-3, 9-4, ja. Männliche brauchen wir definitiv mehr, damit mehr Beziehungen zustande kommen. Deswegen gehen wir mal auf das männliche Wesen und hoffen, dass wir irgendwann auf andere Art oder durch eine andere Besuchergruppe jemand Brauchbares bekommen. Wird schon schief gehen. Vielleicht baue ich auch irgendwann einen ganz, ganz neuen, ganz, ganz eigenen Gästetrakt. Der könnte... Nee, beim Friedhof wäre irgendwie auch ein bisschen doof. Wo könnte ich denn einen ganz neuen Gästetrakt hinsetzen? Hier sind ja eigentlich die Tiere. Nirgends eigentlich. Das ist ja eigentlich das Dämliche. Da können wir auch mal wieder ein bisschen Suche machen. Wir haben ja genug Zeit. Es läuft uns nichts davon. Arbeitsrausch von Raven. Joa, hau rein, Junge. Hau rein. Ich bin der Letzte, der dir da irgendwie zwischenfunkt. Ja, wie mache ich das am besten? Wenn ich das wüsste, wäre ich schlau. Och, Menno. Ich will doch eigentlich unsere Waffenkammer mal langsam ins Rollen bringen. Sandsteinblöcke mache ich mal 15 raus. Ja, muss ja. Ach, das ist alles noch so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Eigentlich gar nichts. Ich warte mehr oder weniger darauf, dass mal hier sich ein neuer Kolonist uns anschließt. So. Hier, Tony, wie geht's dir denn?
Was sagt das Soziale? Anki, perfekt. So, ein paar andere Sachen sind noch mit Nachbesserungsbedarf. Beziehungsschaden bei Rekrutierung, ja. Einer ist genug befreundet. Ja, das ist Anki. Jo, das wird schon alles. So, mit Kenny anfreunden ist ja auch schön, aber Tony muss doch hier begeistert werden. Kümmert euch um Tony. Noch immer nur einer. Warum redet denn niemand mit Tony? So. Mit Kenny habt ihr jetzt Redeverbot einfach mal, sage ich. Zack. Versuchen zu unterhalten, damit die Kräfte ein bisschen aufgespart werden. Ist ja lieb und nett, dass sich um alle gekümmert wird, aber es ist, glaube ich, zu viel des Ganzen. Da haben wir am Ende auch eher begrenzte Ressourcen. So, wo haben wir denn überhaupt den Tony? Ach, der hilft jetzt schon mit. Sehr, sehr vorbildlich. Ach, Zero will mit dem reden, aber der ist die ganze Zeit am Weglaufen. Da kann ich auch nicht helfen, ne? Das sind so die Dinge, die passieren. Toni, lass mal mit dir reden. Das ist sonst sehr unhöflich. Toni! Ich erahne langsam, warum der Toni nicht so wirklich soziale Beziehungen aufbaut. So, wie sieht's jetzt aus? Gast. 2 von 3 Kolonisten, das ist schon mal, was soll ich sagen, guter Schnitt. Und noch nicht das, was ich möchte. Das ist das Problem. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier 400 Haste nicht gesehen, Gedönsbums. Das ist schon mal nicht so schlecht. Davon können wir mal Sandsteinwand, genau. Dann hacken wir mal. Boah, hacken wir erstmal das hier weg. Sorgen dafür, dass denn da eine Mauer gebaut wird. Bei. Reicht das so oder reicht das nicht? Ah, ich wage es einfach mal. Wenn alles zusammenstürzt, haben wir ein bisschen Pech, dann ist mal Drama hier. Klingt zwar gemein, aber man muss ja mal was wagen. Oh, ein Geschütz ist so ein bisschen am Mimimi machen. Und wir haben noch immer keine Anwerbung heute. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Jubiläumsfolge, da will ich doch eigentlich jemanden Neuen begrüßen können. Wäre zumindest cool. Aber wieso ist Mac überhaupt weiblich? Mac, da denke ich. Okay, außer wenn es mit G geschrieben wäre, dann würde ich bei Mac an eine Frau denken. Wie bei Margarete quasi. Aber so. Naja. Ja, was wird denn da gerade gemacht? Ach, das wird da gerade gemacht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Können wir ja hier schon mal langsam, aber sicher. Sandstein-Autotür. Nee, das machen wir da hin. Und sobald das gebaut ist, können wir hier das Innenfeld wegbuddeln.
halte ich für eine gute Idee. Raven, Barkeeper ist nicht mehr inspiriert. Schande. Och, und Angie auch nicht. Das war so schön. Ja. Was wird hier denn überhaupt noch gebaut? Ach so, ja, da machen wir noch mal ein paar. Und danach kann wieder der Schiefer verarbeitet werden. Ja, ein paar Schieferbrocken sind da ja noch. Mhm. Oh, wir müssen dann aber auch dafür sorgen, dass die Stromversorgung... Ach, ist in der Nähe, okay. Besuchergruppe, die nächste. Föderation der Kaga. Sehr schön, oder auch nicht. Haben wir hier irgendwas Soziales? Nicht wirklich. Nö, könnte besser sein. Aber wir können uns ja mal gastmäßig so ein bisschen noch drum kümmern. Ach komm, da darf auch gehandelt werden. Passt schon. So, da wird die Tür gebaut. Ja. Och, ist das ehrlich. Das ist sowas von schön. Da kann man nämlich endlich hier so zack das Ganze wegbuddeln. Und das machen wir noch mal ein bisschen tiefschürfender. Perfekt. Wenn das mal nicht klappt, dann weiß ich auch nicht weiter. Genau, buddeln wir das alles weg. Dann können wir hier nochmal dann die Mauer bauen. Und wenn das fertig ist, können wir hier unsere Waffenkammer und Schmiede reinbauen. Und auch noch ein paar Werkbänke. Also hier die Mechanikwerkbank, die ist dann... Warte mal, Tony... Oh, die waren zufrieden auf jeden Fall. Aber leider ist Tony nicht da geblieben. Schade. Das ist sehr, sehr Adler. Wer ist ein Adler? Föderation der Kager. Sozial, zumindest interessiert. Aber sozial und aufreibend ist irgendwie auch so ein bisschen... ich weiß nicht. Kann man machen, muss man nicht. Kann ich denn zumindest das Rhino mal langsam Teil unserer Kolonie werden? Würde mich sehr, sehr freuen. Komm schon, Rhino. Die nackte Maisie bemüht sich doch schon richtig. Aber wieder fehlgeschlagen. Schade, schade. Aber so ist das Leben eben. Aber Gnade hat ein Junges zur Welt gebracht. Ein Muffalo-Kälbchen. Na, immerhin. Das könnte ja auch schlimmer sein. So, Tiere ist nichts Neues. Ne? Ja, da kann man Dinge machen. Ein junges Wildschwein, den kann was beigebracht werden. Den kann noch was beigebracht werden. Genauso will ich das doch haben. So und nicht anders. Was sagen denn überhaupt? Ja, das Heugras ist bald soweit. Ach komm. Bauen wir noch mehr Heugras an. Einfach, weil wir es können. So, zack, Heugras. Wenn es zu viel wird, haben wir Pech. Das sehen wir dann. Aber bis dahin muss einfach mal angebaut werden, als wenn es kein Morgen gäbe. Tiergebiet 1, Tiergebiet 1 verkleinern. Zack. Exkludiert. Und dann wäre das Ganze schon irgendwann. Ich habe tiefstes Vertrauen. Ach ja, Vertrauen ist was Schönes, weil das kann immer so schön zerstört werden. Das ist das Schöne daran. Und ich sage sehr viel schön heute. Aber es ist halt auch ein schönes Let's Play.
In der 100. Folge. Ich hab's ja noch nicht erwähnt, ne? Das muss ja auch erwähnt werden. Dann und wann. Immer. Und überhaupt. Warte mal, was haben wir denn? Och, können wir auch nochmal ein bisschen was zu viel. Ach komm, auch nochmal einen Staubmantel. Man gönnt sich ja sonst nichts. Übel und überlegen sind zwei unterschiedliche Sachen, das habe ich schon gemerkt. Oh, exzellent. Wow. Das ist mal gar nicht so schlecht. Eine gute Hose. Oh. Ach nee, komm. Machen wir nochmal hier mehrerlei Dinge. So, so machen wir das. Wird schon schief gehen und Schießrausch. Eine schöne Sache, aber auch nicht alles. Nee, ich hab denn... Ach. Sogar ein Elefant kommt unseren Gefangenen besuchen. Ich wusste ja, dass Tiere kranken Leuten, insbesondere Kindern, helfen können, aber offenbar könnte ein Elefant auch beim Rehabilitieren von Verbrechern helfen. Apropos rehabilitieren. Raven bringt eine üppige Mahlzeit mal eben vorbei. Also hier kriegen die Gefangenen richtig Luxus pur. Verhungern Trivi. Warte mal. Okay, ich erkenne, warum der Elefant drin war. Der hat das Essen stibitzt. Wie fies ist das denn? Da klaut der Elefant dem Gefangenen das Essen. Ich find's amüsant. Ich find's geringfügig amüsant. Okay, Gefangenenzellen muss ich auf lange Sicht offenbar auch den Tieren nicht zugänglich machen. Das ist irgendwie so ein bisschen unschön. So, dann können wir hier schon mal bauen, genau. Und dann haben wir bald unsere Waffenfabrik. Ja! Ich liebe es. So, Anki kümmert sich noch mal drum. Ob das Rino diesmal auch wirklich... Ah, jetzt ist er ja auch wach. Und jetzt, wo der Nahrungsmangel beseitigt ist, kann noch mal jemand hingehen, um ihn zu rekrutieren. Das wäre doch ein wunderbarer Abschluss irgendwie. Hey, geht mal jemand hin. Hallo. Möp. Nö, das ist... Ah, jetzt kommt jemand. Macy. Verkackt das Ganze. Na gut, offenbar will das heute nicht sein. Schade. Aber so ist es halt. So, das Ding kann hin und das hier kann nochmal abgebaut werden. Nö, dann lassen wir das einfach mal so. Das Ding kann abgerissen werden schon mal, das bald auch. Und dann verabschiede ich mich einfach für heute, auch wenn es Jubiläumsfolge ist. Schade, dass es nicht mit der Rekrutierung geklappt hat. Ich hätte es gerne gehabt, wenn wir zumindest einen Kolonisten mehr unser eigen nennen könnten. Aber ein andern Mal ist auch noch ein Tag. Und ich hoffe, ihr bleibt mir schön treu, während wir... Denke ich mal, versuchen in diesem Spiel tatsächlich auch mal die ersten. Ach, ein Grubenkämpfer namens Wakes Wolf. Ach, leck mich am Arsch. Den gehen wir heute noch an. Es ist Jubiläumsfolge. Scheiß auf die Länge. Wir bieten Sicherheit. Und wenn die Kolonie durch die Verfolgung kaputt geht, dann ist es eben so. Was haben wir denn hier? Einen, der halbwegs sozial kann. Ein Raufbold vom Herrn. Ein Neurotiker. Das klingt doch schon mal gar nicht so schön. Ich liebe es. Raufbold mal wieder. Oh. Wie geht's dir körperlich? Ja, der sollte vielleicht mal sehen, dass er in Sicherheit kommt. Wäre gar nicht mal so schlecht.
So, Tiere, ihr dürft alle mal hier, zack, Tierschutzgebiet quasi aufsuchen. Und dann gibt es hier, denke ich mal, Bambule, ne? Tau hat noch immer die Granaten. Das ist gar nicht mal so gut. Ja, da darf gerne mal ein bisschen geballert werden. Noch nehmen wir auch noch mit dazu. Soll Zero doch auch mal ein bisschen rumballern dürfen. Und so, ja, das passt doch alles irgendwie. So, und Raven, wieso ist Raven noch nicht mit versorgt worden? Nee, das ist doch Mist. Raven, du kommst natürlich auch mit. Irgendwie. So, Tau, du darfst hier rein. Aufenthaltsraum. Wird schon alles schief gehen. Black Griffin, du kommst. Ja, vielleicht finden wir für dich auch noch eine Verwendung. Nee, Mac kommt mal dahin. Angie kommt dahin. Spinne ist schon unterwegs. Kommt dahin. Dönerchen, du brauchst gerade nicht kämpfen. Hab ich beschlossen. Und Wolf, du gehst dahin. Passt schon. Was sind das überhaupt für welche? Oh nee, die haben richtig moderne Waffen. Das gefällt mir. Da kann man zumindest was von abstauben. Ah, da wird es ja nochmal richtig heikel hier. Ich liebe es. So, Spinne, dich brauchen wir noch. Wer ist vernachlässigbar vergleichsweise? Oh, Zero. Brauchen wir eigentlich fürs Forschen? Nee, du kommst einfach mal. Nee, Zero ist doof, weil sobald der ein Wehwehchen hat, dann ist ja die Kacke richtig am Dampfen. Das ist irgendwie unschön. Da lieber hier so einen Raven haben, der einmal vorbeischnuppert. So, wer kann hier am besten ballen? Fernkampf 4. Raus, aber zumindest sorgfältiger Schütze. Dann nehmen wir. Du hast auch noch Träger. Dann darf Spinne einmal raus und Blacky darf ran. So, die kommen auch beide gleichzeitig an. Perfekt. Was wollen wir mehr? Dann sind wir, denke ich, gut ausgerüstet. Hoffe ich zumindest. Für den kleinen. Ach, die kommen teilweise aber auch noch mit Keulen. Ui, da war der Schild schnell kaputt. Enemy down. So. Oh, da sind die ersten Geschütze kaputt. Das ist nicht so schön. Ah, jetzt wollen die auf einmal davon gehen. Nee. Nicht mit uns hier. Da wollen wir doch mal ein bisschen nachsetzen. So, wen können wir noch retten? Beziehungsweise versuchen zu retten. Ein Technikfeind. Oh ja, sozial, das können wir gebrauchen. Den nehmen wir, glaube ich. Klingt gut. Machen wir. So, die können alle wieder sich rühren. Ihr dürft euch auch rühren. Klingt wie beim Backen bei uns, aber ist halt so. Und der hier darf gefangen werden. 32 Jahre alt, der müsste eigentlich körperlich... Oh ja, das Bein habe ich abgeschossen, aber ist ja kein Problem, wir haben ja Prothesen. Geht ja alles. Ja komm, holen wir uns irgendwas Soziales mal dazu. Warum nicht? Verweigert zwar Dinge, aber egal. So, haben wir das doch auch. Dreifach-Raketenwerfer, wow. Messerchen und was nicht alles. Super, dann beenden wir doch tatsächlich die Folge jetzt und haben
tatsächlich auch einen neuen Kolonisten. Was wollen wir mehr? Ist zwar weiblich, obwohl es Wolf heißt, ihr eine Wölfin. Und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao und danke, danke für diese 100 Folgen, dass ich die für euch machen durfte. Und mal sehen, wie viele es in dieser Staffel noch werden.